So, Freunde, willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, das letzte Mal wurden wir ja etwas unterbrochen. Upgrade durchgeführt. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Wir müssen überleben. Es gibt kein Entkommen für euch. So, es sieht mir nach einem massiven Angriff von vorne aus. Oh. Auf den Schild der Gerechtigkeit. Extrem unfair. Oh, ob da die Plasmakanonen reichen? Basis wird angegriffen. Da muss ich jetzt hier überall Träger platzieren, ne? Shit. Basis wird angegriffen. Oh Mann. Das ist sehr unfair. Ach, wir haben ja unsere Helden hier noch. Die Zeit ist gekommen. Wir dienen der Perla. Fahren wir fort. So, die positionieren wir mal hier mit rein. Zum Angriff bereit. Wir sind bereit. Zeit für den Kampf. So, hier unten einmal einstellen. Das ist noch alles gut. Wie schaut's aus? Was produzieren wir hier noch? Wir müssen mehr produzieren. Oh shit. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Die sind extrem mies, weil sie so eine hohe Reichweite haben. Sha'azul du Templari. Gesundheit. Wir sind bereit. Warte auf Order. Bereit für den Sieg. So. Hier ist die Exekutorin. Die Exekutorin? Zelendis muss über weniger als 8 Interzeptoren verfügen. Achso. Wir haben ja 8 Interzeptoren. Siravec, Krayor. Träger eingetroffen. Sehr nice. Fahren wir fort. Un-Unak-Paru. So, euch stelle ich, da haben wir zwei, euch stelle ich hier mit hin. Und der Kumpel hier, der macht jetzt mal Folgendes. Basis wird angegriffen. Überall mal Photonkanonen reinsetzen. Ich möchte nämlich kein böses Erwachen haben. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So. Super, warte. So, und Angriff. Basis wird angegriffen. Bist du ein Special? Nee. Ich sehne mich nach dem Kampf. Komm schon, komm schon, komm schon. Du mal daher. Das gibt's doch nicht, dass sie so schwach gegen diese Teile hier sind. Hier, komm, forsch das Zeug hier. Hier spricht Hierarch Artanis, Befehlshaber über die Schild von Ayur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Massenrückruf initiieren. Massenrückruf? Wie Massenrückruf? Was ist mit Ihnen richtig? Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns bis in die entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassadar! Wie heroisch, aber es nützt dir das, wenn du tot bist, weißt du? Oh, oh. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So, aber ich muss mir jetzt, glaube ich, ein wenig zusammennehmen. Basis wird angegriffen. Wo kommen die jetzt her? Siravec, Krayor. Für die Ehre. Eure Krieger bekämpfen den Gegner.
So. Mal ein bisschen aufteilen. Die drei daher. Die drei daher. Wir sind bereit. Feindkontakt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wie zusätzliche Pylonen? Fahren wir fort. Sollte ich mich noch ein Stück zurückziehen? Weil die haben ja fast 1500. Komplette Armee. Nee, warte mal. Komplette Armee wäre Unsinn. Basis wird angegriffen. So, wir ziehen uns ein Stück zurück. Feindkontakt. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. Die Königin der Klingen. Wie hätten wir das ahnen sollen? Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ich suche. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. So, wir ziehen uns hierher zurück und lassen eine letzte finale Schlacht hier stattfinden. So, alle Träger sammeln sich hier. Und jetzt fangen die Mineralienfelder an, sich zu verabschieden. Shosak Moknul. Alle Mann auf Rückzug. Mineralienfeld erschöpft. Ihre Basis wird angegriffen. Sie werden uns besiegen, aber es wird nicht leicht werden für sie. Ich suche den Pfad der Erlösung. Na dann, auf in die Schlacht. Mal gucken, wie viele wir noch platt kriegen von den Typen. Wenn wir doch nur früher gehandelt hätten. Hätte, Fahrradkette. Der dunkle Prälat, Zeratul. Was? Zeratul! Basis wird angegriffen. Unsere Gedanken sind eins. Mineralienfeld erschöpft. Schreitet furchtlos voran. Was kann er denn hier? Massenrückruf. Unser kann er. Weg ist vorgezeichnet. Was? Nein, das ist nicht künstlich in die Länge gezogen. Ich will wissen, was geht. Wir werden obsiegen. So, aber irgendwann, denke ich, werden sie mich einfach nur überrennen. Bis dahin halte ich stand. Ist vorgezeichnet. Los, ihr kleinen Drohnen. Durchgeführt. Liefert mal kurz das Zeug hier ab. Und dann greift hier unten an. Erschöpft. Hier dasselbe. Zeug abliefern. Angriff. Eure Kriegerbasis wird. Es gibt nämlich schon wieder freie Plätze, bei denen ich neue Einheiten bauen kann. Ich sag mal, hätte ich unendlich Mineralien, könnte ich das auch unendlich lange halten hier. Was natürlich klar ist, ne? So, das ist auch hier finito. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter einleiten. Wiedersehen.
Wir werden obsiegen. Ihr seid auch schon fertig. Du bist auch fertig. Wie jetzt? Eure Sonden werden angegriffen. Geil. Unsere Gedanken sind eins. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Meine Zweifel schwinden. Ich muss es nur verteidigen. Oh. Okay, so viel zum Thema. Scheiße. Gut, ja. Wie schaut's hier aus? Sehr gut auch. Ach, scheiße. Ich bin ja auch ein Idiot. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Wir brauchen natürlich ganz viele Pylonen, verdammte Axt. Sonst wird das nämlich nichts mit neuen Einheiten. Scheiße, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Unsere Gedanken sind an Parag. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Jetzt ist hier aber nicht mehr aufhörender Sturm. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse, was kommt denn da noch alles? Mineralienfeldbasis wird angegriffen. Harak in Bayash. Eure Sonden werden angegriffen. Macht sie fertig. Tapfere kleine Sonden. Wir bekämpfen den Gegner. Meine Zweifel schwinden. Solange hier noch Träger rauskommen, werde ich halten. Basis wird angegriffen. Unsere Gedanken sind eins. Wir benötigen Unterstützung. Was machst du denn da vorne? Idiot. Okay, nur noch 20 Einheiten. Interessant. Vergebt mir, großer Tassala. Ich war nicht stark genug. Es sind einfach zu viele. Oh ja. Kerrigan. Wie konnten wir das ahnen? Admiral Urun ist in der Schlacht gefallen. Hierarch Artanis ist im Kampf gefallen. Ich gehe zurück. In die Leere. Und somit haben uns die Zerg überrascht. Basis wird angegriffen. 2100 Einheiten haben wir getötet. Vorbei.
250 zusätzliche. Naja, wir haben ein bisschen mehr getötet. Aber wieso sollte man das machen? Wieso sollte man alles und jeden töten wollen? Auf eine absolute Dunkelheit. Ich verstehe es halt nicht, ne? Egal, krasse Mission auf jeden Fall. Freund Rainer, ihr seid nun Zeuge der Wahrheit geworden. Es lauert eine bösartige Präsenz in der Leere, die alles zerstören will, das uns am Herzen liegt. Könnte dieser Gefallene ein Xel'Naga sein? Könnten die Götter selbst nach unserer Zerstörung trachten? Nach so langer Zeit? Und Kerrigan, ich kann es kaum glauben. Diese niederträchtige Königin der Klingen soll die Zerstörung all dessen, was wir kennen, verhindern? Raynor, womöglich haltet ihr schon bald Kerrigans Schicksal in Händen. Ich weiß nur eines, sie muss leben. Seid auf der Hut, alter Freund. Die Bluthunde der Leere sind auf der Jagd. Irgendwie verscheiße ich mir immer mit immer mehr Fraktionen, ne? Jetzt kommen die Leute von der Leere auch noch. Oh, wir können neue Forschung machen, aber machen wir gleich. Verdammt, Bruder. Du siehst aus, als könntest du einen Trink gebrauchen. Ich habe die letzte Vision in Ceratuls Kristall gesehen. Ein Blick in die Zukunft. Eine letzte Schlacht gegen die Hybriden. Armageddon. Kerrigan ist irgendwie der Schlüssel, um das zu verhindern. Wer weiß schon, wie sich das Rad des Schicksals dreht. Eines weiß ich aber. Wer die Zukunft sehen kann, sollte besser gut Acht geben. Es ist eine Gabe und ein Fluch. Was steht sie tatsächlich schon fest? Das ist es, was mich interessiert. Wer weiß das schon? Du hast mal gesagt, jeder will seinen eigenen Weg. Wenn das stimmt, dann lässt sich die Zukunft nicht vorhersagen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wieder Werbung kommt. Heißhunger auf Herz auf die Hausmannskost? Dann kommt sie rein. Die Bubas Benzin und Bierstuben. Dienstags alles zum halben Preis, selbst unter den gegrillten Hydra-Haxen. Dazu gibt's eine Plasma-Aufladung gratis umsonst. Bubas Benzin und Bierstuben. Das Zuhause für alle Tracker, die weit weg von daheim sind. Wie geil ist das denn? Hydra-Haxen. CFX. Sehr geil. So, ab ins Labor. Es gibt Neuigkeiten in Zerg und Protostank. Sehr geil. Da gucken wir mal. Die Probe versucht zu entkommen. Ich habe verschiedene neue Säuren in der Nährlösung entdeckt. Mit der Zeit werden sie den Tank auflösen. Ich frage mich, ob Commander Rainer vielleicht ein paar Space Marines hier stationieren kann. Nein, er würde es zerstören wollen. Ich habe noch nicht alles herausgefunden, was sich über das Ding zu lernen gibt. Durchbruch. Ich habe etwas Gewebe mit konzentrierter Sigma-Strahlung beschossen und sofort haben sich Wachstum und Bewegungsrate erheblich reduziert. Es würde eine Menge Arbeit erfordern, eine derartige Menge Strahlung sicher auf dem Schlachtfeld einsetzen zu können. Aber es könnte die Mühe wert sein. Oh, guck mal, da ist ein Rechtschreibfehler. Das ist ein Punkt und hier geht's klein weiter. Haha! Ja. Ein weiterer Durchbruch. Und dieser beängstigt mich ein wenig. Ich habe die DNS einiger Gehirnzellen entschlüsselt und somit tausende Jahre Evolution durchleuchtet. Ich habe den Stamm, aus dem der Overmind entstanden ist, isoliert. Damit kann ich ihn zwar nicht klonen, aber immerhin könnte ich herausfinden, wer die Zerg kontrollieren konnte. Sehr geil. Und bei den Protosen? Vielleicht überschreite ich damit ja die Grenze des wissenschaftlichen Arbeitens, aber ich glaube, dass dieser Kristall, wenn schon über kein Bewusstsein, dann zumindest über eine Art Eigenleben verfügt. Ich habe gestern Nacht einen defekten Nanofabrikator in seinen Tank gelegt und heute ist er repariert. Und er kann Dinge,
die er eigentlich nicht können sollte. Wenn dieser Fabrikator so einfach zu reparieren war, dann sollte ich fantastische Ergebnisse mit automatischer Reparatur erzielen können oder sogar mit beinahe augenblicklicher Herstellung von KI-Waffen. Endlose Möglichkeiten. Zu einem weniger euphorischen Thema. Die in der Kristallmatrix gespeicherte Energiemenge hat sich nicht erhöht, obwohl der Kristall weiter wächst. Also muss er diese Energie irgendwie abstrahlen. Und irgendwo. Na, gucken wir mal, was es denn Neues an der Forschung gibt. Nachricht von Möbius Foundation. Mr. Rayner, Sie haben eindeutig die Grenze dessen erreicht, was Sie von Zerg-Bioproben zu erlernen vermögen. Wir wären sehr daran interessiert, Ihnen künftig sämtliche Bioproben, auf die Sie stoßen, abzukaufen, und zwar für 10.000 Credits pro Exemplar. Überprüfen Sie diese Konsole, wenn Sie weitere Bioproben finden. Der Erlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Dr. Narut. Check. Überschüssige Bioproben für 10.000 Credits verkauft. Geil! So machen wir Kohle, Freunde. So, aber ich möchte hier gerne Verteidigungsstruktur, die dauerhaft Gedanken von Zerg-Einheiten kontrollieren kann. Pritzel! Jede Konservation belastet die Batterie allerdings sehr stark, sodass vor der Kontrolle eines weiteren Ziels eine lange Ladezeit nötig sein kann. Sobald ich eine Drohne habe, ist alles gut. So, was haben wir hier? Raven, Unterstützungseinheit, die getarnte und eingegrabene Gegner aufdecken kann. Ach, das ist der mit den zielsuchenden Raketen, ne? Genau. Bei Forschungsaktion, Station, Schiff. Aber repariert, okay, wir werden es wahrscheinlich eh nie bauen. Erforschen. Was hätten wir hier noch? Tech-Reaktor kombiniert die Funktion von Tech-Labor und Reaktor in einer einzigen Erweiterung. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Orbitalschlag. Einheiten aus der Kaserne werden jetzt mit Landekapseln abgesetzt. Landekapseln landen am Sammelpunkt in der Kaserne. Jo, aber ein Tech-Reaktor ist auch nicht verkehrt, ne? Naja. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Hat der Kristall jetzt noch was für uns? Sobald die Zeit gekommen ist, wird der Kreis sich schließen. Die Xel'Naga, die die Sterne schmiedeten, werden ihre Schöpfung überflügeln. Doch der Gefallene wird verbleiben, dazu bestimmt, die Leere mit Schatten zu erfüllen. Bevor die Sterne von ihrem himmlischen Kurs abweichen, wird er den Kreislauf der Götter durchbrechen und dabei alles Licht und jede Hoffnung verschlingen. Es beginnt mit dem großen Hungernden. Es endet in völliger Finsternis. Schiffsmesse. Tychus war nicht mehr ansprechbar, ne? Nee. Ansonsten gibt's auch nichts. Dann einmal ins Arsenal. Swan! Oh, verdammt, Cowboy. Du siehst echt beschissen aus. Hast du schon wieder an dieses Mädchen gedacht? So in der Art. Ich habe eben erfahren, was passieren könnte, wenn wir es nicht schaffen, sie zu retten. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn du mich fragst. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ach, der gute Swan. Was gibt's denn Neues hier drin? Wir haben ja ein bisschen Kohle bekommen. 145.000 haben wir. Basis. WBF, fortgeschrittenes Bauen. Terraner-Gebäude, Brandschutzsystem. Alle Feuer an Gebäuden werden automatisch gelöscht und Gebäude reparieren sich bis 50% ihrer Trefferpunkte. Sehr geil. Schaltet die Fähigkeiten Scannersuche und Mule anfordern in der Kommandozentrale frei. Der Mule ist schon nicht schlecht, der kann man eben fix schnell Ressourcen sammeln. Und Scanner ist auch nicht verkehrt. Aber diese Selbstreparatur ist nicht verkehrt. Fahrzeuge, Raumschiffe, was haben wir hier? Ripwave-Raketen. Achso, der Viking. Gut. Ich würde sagen, wir bauen von der Basis die Selbstreparatur erstmal. Sehr gut. So, was hat er jetzt für uns? Sie sehen bestürzt aus, Sir. Stimmt etwas nicht? Zerathol nannte es eine Vision der Zukunft. Es war das Ende aller Zeiten, Matt. Armageddon. Mehr Protoss, als wir uns vorstellen können.
aber immer noch nicht genug, um die Hybriden aufzuhalten. Aber was ist mit Kerrigan? Hätte sie sie nicht aufhalten sollen? In dieser Zeitlinie war sie tot. Getötet von uns. Das ist es, was Zeratul uns die ganze Zeit mitteilen wollte. Sie muss überleben oder wir alle sind verloren. Tja, dann schützen wir doch mal Zerg. Was ist da hier? Besuchen Sie das Labor. Achso, ja, habe ich schon gemacht. So, Freunde, aber jetzt geht's wieder zurück in die Terraner-Mission. Und ich bin mal gespannt, wo es uns denn jetzt eigentlich hinverschlagen möchte. Wir waren jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr unterwegs mit den Terranern. Ich hoffe mal, ich kann die noch spielen. So, wir hätten Neu-Volsom, wir hätten Tarsonis und wir haben Tyrador 8. Was machen wir denn? Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen, wir uns dafür bezahlt, die ganzen Artefakte einzusammeln. Der Obermotz von Möbius, Dr. Narut, meint, die Zerg greifen das Forschungszentrum auf Tyrador an. Er kann seine Leute nicht evakuieren, bis sie die gesamten Artefaktforschungsunterlagen in Sicherheit gebracht haben. Okay, einmal eine Evakuierungsmission. Gut, dass wir die großen Transporter schon haben. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Das stimmt durchaus. Bis jetzt gibt's nur Zergforschung und dann klingelt's wieder in der Kasse, Freunde. Neu-Volsom ist reif, Mann. Jeder, der sich jemals gegen Minx gehoben hat, wird da drin gefangen gehalten. Wenn wir alle Gefangenen freilassen, würdet ihr nicht mal wissen, wie ihm geschieht. Sag mir Bescheid, wenn wir loslegen können. Das klingt alles wirklich sehr verlockend, aber ich glaube, Tarsonis ist schon so lange jetzt auf unserer Liste und die Kobras, Achso, was bekommen wir eigentlich hier? Medivac und was bekommen wir hier? Ein Fragezeichen. Wir bekommen eine fragliche Einheit? Nee, auf jeden Fall Tarsonis, das ist schon so ewig jetzt bei uns in der Liste, das werden wir jetzt dann als nächstes machen. Aber wir starten das Ganze dann quasi in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß an der Protoss-Geschichte und freut euch aufs nächste Mal, wenn es mit den Terranern weitergeht. Und bis dahin, macht's gut und Tschüssikowski!